Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, ich stehe wieder in meiner Küche. Das heißt, es gibt ein neues DIY-Video. In diesem Video möchte ich euch gerne einen Ideenvorschlag geben, wie man diese schönen Shop Disney Schlüssel gut und schön in Szene setzen kann. Das ist natürlich nur eine Idee, die ich habe, die ich aber auch bei mir zu Hause persönlich umsetzen werde. Und deswegen möchte ich die Idee gerne mit euch teilen. Und ja, ich fand es immer schade. Ich habe die Schlüssel bekommen. Ich finde sie wirklich super schön. Aber sie standen bei mir immer im Regal und richtig stehen tun die auch nicht. Und in Szene gesetzt sind sie auch nicht. Und das finde ich wirklich sehr schade, da die Schlüssel wirklich schön sind. Zu den Schlüsseln, wenn ich weiß, worum es sich handelt um diese Schlüssel. Die gibt es bei Shop Disney oder im Disney Store. Seit kurzem, ich glaube jetzt circa schon ein Jahr, gibt es sie auch im deutschen Disney Store, Shop Disney zu kaufen. Vorher war Deutschland irgendwie ausgeschlossen. Da gab es schon einige Schlüssel, die ich nicht in meiner Kollektion habe, so wie Aladdin, Donald Duck, Mickey Mouse. Dann gibt es noch einen Eröffnungsschlüssel, den man bekommt, wenn man den Disney Store, also einen richtigen Disney Store eröffnen darf, morgens früh. Ist wirklich sehr bekannt in England. Ich habe diesen Eröffnungskey noch nicht, leider, da ich noch bei keiner Disney Store Eröffnung, also Eröffnung heißt immer, dass es ein neuer Shop aufmacht, aber das passiert wirklich jeden Tag. In Deutschland kommt auch an, wenn ihr das Video schaut, der Disney Store in München leider geschlossen und es gibt keinen mehr in Deutschland. Das heißt, wenn ihr irgendwann in England seid, London etc., in irgendeiner Stadt, wo ihr so einen Disney Store habt, müsst ihr einfach morgens hingehen, Geduld haben, hoffen, dass kein Kind vorne steht. Und dann bekommt ihr auch den Eröffnungsschlüssel. Wie gesagt, den habe ich nicht. Ansonsten habe ich bisher, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Schlüssel. Ja, sind schon 9. Man bekommt die online, wenn man was bestellt, im Wert von, glaube ich, um die 20 Euro, bekommt man einen dieser Schlüssel gratis. Man muss halt nur einen Code eingeben, aber das wird auf allen möglichen Social-Media-Kanälen von Shop Disney selbst veröffentlicht. Deswegen braucht ihr keine Angst haben, irgendwelchen zu verpassen. Ich poste die auch immer regelmäßig in meiner Story, wenn einer veröffentlicht wird. Und genau, was haben wir hier? Wir haben einen Weihnachtsschlüssel, wir haben Toy Story, wir haben Minnie Maus, wir haben Shop Disney, Shop Disney, Ink and Paint, das ist der neueste und ich liebe ihn. Dann haben wir Frozen 2, Cinderella, zum 70. Geburtstag von Cinderella, Star Wars. Dann haben wir nochmal einen Elsa-Schlüssel, auch für Frozen 2. Warum es da 2 gab, keine Ahnung. Und ein Tigger-Schlüssel. Das sind alle Schlüssel, die ich habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann man die gut in Szene setzen? Ich dachte, an der Wand in einem Bilderrahmen. Ich habe mir Bilderrahmen gekauft, also alles, was ihr braucht für dieses DIY, sind Schlüssel, egal welche ihr habt. Dann doppelseitiges Klebeband habe ich mir bestellt, so dünnes bei Amazon. Packe ich euch gerne in den Link unten noch in die Infobox. Und was ich noch bestellt habe ich nicht, ich habe es gekauft, war vor Ort bei IKEA, Moment. Sind diese Bilderrahmen, das sind die Ribber Bilderrahmen 23 x 23 cm. Davon habe ich jetzt nur 8 Stück gekauft, weil ich mit dem Ink and Paint noch nicht gerechnet habe, als ich die gekauft habe. Und deswegen habe ich nur 8 Stück, aber ich fahre demnächst noch zu IKEA und werde einen 9. kaufen für den Ink and Paint. Genau, also davon braucht ihr dann, für mein DIY braucht ihr davon dann einen Bilderrahmen. Doppelseitiges Klebeband und damit es schön in Szene gesetzt wird, habe ich was vorbereitet mit PowerPoint. Das stelle ich euch sogar zur Verfügung. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. Unten in der Infobox findet ihr meine E-Mail. Schickt mir eine Mail, wenn ihr Interesse habt. Ich schicke euch dann das PDF, nicht PDF, als PowerPoint-Präsentation zu. Ihr könntet dann, also ich zeige euch erstmal, um was es geht. Es sind Bilder, die ich dann in diesen Rahmen tue und reintue und dann die Schlüssel draufklebe mit doppelseitigem Klebeband. Das ist mein Plan. Ich habe zu jedem Schlüssel ein Bild gemacht. Ich blende euch die Bilder jetzt auch hier ein, da könnt ihr die besser erkennen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also ihr könnt, ich ziehe euch die PowerPoint zu, ihr könnt theoretisch den
das Zitat ändern, ihr könntet theoretisch den Charakter ändern, die Hintergrundfarbe, ihr könntet euch anpassen, wie ihr das wollt, oder ihr lasst es einfach so, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt nur Hintergründe zu meinem eigenen Schlüsseln gemacht, auch zu dem Ink & Paint bereits, obwohl ich keinen Bilderrahmen habe. Wenn ihr einen Eröffnungsschlüssel habt oder andere, lasst es mich wissen, dann kann ich euch gerne auch noch dazu machen bei PowerPoint. Ist nicht viel Arbeit. Was ihr dann machen müsst, ist die PowerPoint-Präsentation als Bilder speichern, als GPG, glaube ich, heißen die. Also als Bilddatei. Dann ausdrucken. Ich habe es auf Fotopapier ausgedruckt, in hoher Qualität. Deswegen sehen die auch, finde ich, recht gut aus. Und genau, ich würde sagen, dann legen wir los. Ist jetzt nicht das, das neuest erfundene DIY, was ich jetzt hier gerade euch zeige. Aber da viele, glaube ich, von euch nicht wissen, was sie mit ihren Schlüsseln anfangen sollen, dachte ich, zeigst du das mal, was du damit anstellst. Also wie gesagt, ist jetzt keine die neueste Innovation, die ich euch hier zeige, aber vielleicht hilft es euch ja oder vielleicht helfen euch die Vorlagen, die ich gemacht habe, damit eure Schlüssel auch schön in Szene gesetzt werden. Erst müsst ihr die ganzen ausgedruckten Sachen ausschneiden. Das mache ich auch jetzt. Wichtig ist darauf zu achten, dass ihr schön gerade schneidet. Das Bild für den Ink & Paint schneide ich noch nicht aus, da ich noch keinen Rahmen für den Ink & Paint habe. Das mache ich dann, wenn ich den Rahmen gekauft habe. So, kommen wir zum letzten und dann kann man schon loslegen. Also es geht wirklich relativ schnell. Wenn man die Sachen ausgedruckt hat, dann ausschneiden, ankleben. Fertig. Also jetzt nehmt ihr euch einen Bilderrahmen, packt ihn aus. Jetzt müsst ihr hinten das Hinterteil rausnehmen. Ich nehme mir ein Messer oder eine Schere, weil irgendwann tut richtig die Finger weh, wenn man die Sachen hier umbiegen muss. Das tut irgendwann richtig weh. Also mit einem Messer oder einer Schere geht das wirklich schnell und einfach. Was ihr dann machen müsst, ist, ihr müsst die Scheibe rausnehmen. Bei diesen Rahmen ist die Scheibe sehr nah an dieser Hinterwand dran. Deswegen, habe ich den Bauch gestochen, das wäre schlecht. Verletzt für YouTube. Genau, also ihr packt das hier raus. Und dann müsst ihr einfach die Scheibe rausnehmen. Das ist eh so eine, das ist kein Glas, das ist so eine Plastikscheibe, wo man, da sind noch so Schutzfolien drauf. Das heißt, die müsste man abmachen, wenn man das behalten möchte. Aber das brauchen wir nicht. Dann macht ihr das wieder rein in den Rahmen und macht das dann wieder zu. Also einfach die Hinterteile zu, dann sieht es halt wieder so aus. Ein Bilderrahmen. Ich mache das jetzt einmal vor. Ich werde euch das nicht bei jedem Schlüssel zeigen. Ich werde euch dann nur die Endergebnisse von den Schlüsseln zeigen, wie es dann am Ende aussieht bei mir. Dann nehmt ihr euch, welchen Schlüssel machen wir da? Mit Mini, mit meinem Liebling. Dann nehmt ihr euch das Bild, was ihr ausgedruckt habt und klebt erstmal auf die Rückseite dieses doppelseitige Klebeband auf. Was ich meine ist, dass die Länge halt nur circa so sein. Also noch ein bisschen so, circa. Schneide ich mir jetzt zurecht und dann, das klebt schon. Klebe ich das da auf. Das mache ich jetzt auf allen vier Seiten. Tut mir leid, wenn es ein bisschen wackelig ist, aber wenn man beide Hände braucht und die Kamera zwischen den Armen steckt, ist es nicht so einfach. So, jetzt wieder. Also es muss jetzt auch kein Schönheitswettbewerb gewinnen.
wenn es ein bisschen schief ist, wie hier, ist nicht schlimm. Jetzt macht ihr die Folie ab von dem doppelseitigen Klebeband und klebt es dann da drauf. Also so. Was ihr darauf dann achten müsst, ist, dass es einigermaßen, ich versuche das jetzt mal zu zeigen, dass es einigermaßen mittig ist. Also dass die Abstände zu den Seiten genau gleich sind. Ich habe es nämlich nicht hinbekommen, es exakt 23 x 23 cm auszudrucken. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt ihr das hin. Ich habe es nicht geschafft, deswegen beim Aufkleben darauf achten, dass die Seiten hier ein bisschen frei sind. Genau, ich klebe das jetzt auf und dann geht's weiter. So, das klebt jetzt. Was ich jetzt mache ist, also der Plan ist, dass der Schlüssel, dann das klebe ich nicht fest. Das bleibt dann, versuche ich irgendwie unter den Schlüssel zu klemmen oder ich weiß es noch nicht, was ich damit mache, weil sonst verdeckt es ja das hier. Das war jetzt beim Mini ein bisschen doof, weil das Zitat unten ist. Könnte man auch das Zitat hochsetzen, dann könnte man das einfach hier unten so drin lassen. Vielleicht klebe ich es ein bisschen fest hier oben oder unter dem Schlüssel. Ja, also der Plan ist, dass ich jetzt da auf der anderen Seite doppelseitiges Klebeband wieder drauf mache. Nicht zu viel, wirklich nur so an einzelnen Stellen kleine Punkte und dann da drauf klebe. Das ist mein Plan. Kann auch sein, dass viele von euch das Etikett abmachen. Ich mache es nicht ab, weil ich finde, es gehört dazu. Ich habe es jetzt festgeklebt. Ich habe jetzt wirklich nur ein kleines Stück hier dran gemacht auf die Rückseite und ein kleines Stück hier. Hier nichts, damit ich das da so drunter schieben kann. Und es funktioniert, es passt perfekt. Und es ist im Prinzip, der erste Rahmen ist schon fertig. Findet ihr es schön? So, mein Plan ist jetzt die... Entschuldigt das Chaos da hinten. Mein Plan ist jetzt, die anderen genauso zu gestalten. Und dann zeige ich euch einfach das Endergebnis, wie es dann am Ende aussieht. Die fertigen Rahmen und das war es dann im Prinzip schon. So, ich bin fertig, wie ihr sehen könnt. Das ist übrigens der Hintergrund für den Ink and Paint. Wie gesagt, da brauche ich noch einen Rahmen. Genau, und so sehen die aus. Hier habt ihr den Frozen-Schlüssel mit Olaf. Den Weihnachtsschlüssel mit Merry Christmas. Ich weiß noch nicht, ob ich den direkt aufhänge oder nur an Weihnachten raushole. Das muss ich mal schauen. Dann Star Wars. Tigger. Minnie Maus, habt ihr schon gesehen. Toy Story. Elsa. Und Cinderella. Ja, meine Lieben, das war's auch schon mit meinem DIY-Video. Wie gesagt, es ist kein Rocket Science, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich wollte einfach mit euch die Idee teilen, wie man die Schlüssel schön in Szene setzen kann. Ich finde es wirklich wunderschön. Ich werde es jetzt auch demnächst dann aufhängen. Wenn jeweils ein neuer Schlüssel rauskommt, werde ich auch ein neues Template machen. Da könnt ihr mir auch gerne immer eine E-Mail schicken. Und ich schicke euch dann auch das Neue dann immer zu. Bitte steinigt mich nicht, wenn ich nicht innerhalb von 5 Minuten antworte. Es kann vielleicht mal 1-2 Tage dauern, bis ich antworte, aber ich antworte auf jede Mail von euch. Wenn ihr diese Templates haben wollt, schickt die euch gerne zu, auch, also kostenfrei. Ich will dafür nichts. Ist ein Service von der lieben Moni. Genau, also das war es auch schon von meinem DIY-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es etwas kurz war diesmal. Aber nicht jedes Video muss ja 30 Minuten lang gehen, ne? Ja, also wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!